Hallo, herzlich willkommen zu Assassin's Creed 2. Einen weiteren Part mit mir, den Sarius. Und auch dabei nicht ganz alleine natürlich, mit dem Ruby. Ja. Der mich jetzt wieder durch meinen Weg hier begleiten wird. Der war ja schon bei Prototype mit dabei. Da war er so nett und hat mir moralische Unterstützung gegeben. Und wir waren eigentlich beim letzten Mal so verblieben, dass ich reisen wollte. Reisen ohne zu reisen. Ja, aber nur hinreisen. Aber ich muss nochmal auf der... Schön, dass das eine Reisestelle ist, weiß ich. Das wollte ich jetzt nicht wissen. Ich wollte die Karte haben. Genau, ich muss nach... Also muss ich mir ein Pferd kriegen und nach links reiten. Ich nach rechts. Nach links. Mario und Luigi. Wo lang muss ich? Nach links. Das geht aber nicht. Doch. Nein. Dann geh nach rechts. Ich laufe, dann laufe ich gegen eine Wand. Oh Gott. Dann spring, dann fliegt er rüber. Kennst du noch Super Mario, den ersten? Ja. Man konnte nicht nach links rennen. Da, dann gehst du irgendwie nach rechts. Das war so ein schöner, ja, wie soll man sagen, schöner Bug. Ne? Weil eigentlich hätte es ja funktionieren sollen, angeblich, laut Gerüchten im Internet. Oh ja. So, ja, ich möchte gerne reisen. Eigentlich hätte ich das ja vorhin schon machen können. Ich hoffe, ihr hört mich auch ganz gut. Es ist eher irgendwie im Moment was mit meinem Mikro los. Kriege ja bald neues, eventuell. Wenn ihr mich natürlich fleißig auch unterstützt, Deutsch ist wieder recht, fuck, reichlich wieder unterstützt, goddammit. Und natürlich immer ein Däumchen hoch, wenn, ich glaube, Gott, ich muss mir das abgewinnen. Ich bin immer bei Le Floyd so, Däumchen hoch, während Träumchen, ne, so dieses, Leonardo. Weil ich eben noch Le Floyd geguckt habe, ne. So ein Glück. Ja, guck, die Maria Floyd. Ich habe hier ein kleines Problem. Mal sehen, ob ich helfen kann. Ich weiß, wie man es repariert, habe aber nicht die Kraft. Könntest du den Wagen anheben? Hm. Alter! Wie schwer ist so ein Karren? Was weißt ist du das? Das für ein Ding? Nein. Sieht aus wie eine Riesenfledermaus. Nichts, nur eine Idee. Nein. Ich arbeite. 100 Kilo? Ich konnte sie nicht vergessen. Die hebt der Assassin, also wofür den, ist das? Der Ezio nun, einfach mal so ich sollte mit nicht nix. Darüber sprechen. Ja, das zum geht auch. Teufel, ich halte das übrigens, nicht aus. Ich werde jetzt ein paar kleine Game-Facts glaube, demnächst machen. Ich habe herausgefunden, wie auch Serien-Facts und alles so. So ein paar Fakten, die man so vielleicht nicht sofort bemerkt im Film, aber Spiel ich hab oder doch Serie. Ich habe mal gesagt, wohin ich will. Ne? Yep. Aber das will ich eventuell mit Ruby zusammen machen. Ja. Oh, hierbei ist jetzt, ich weiß nicht, ob ich das so machen darf, aber ich sage das jetzt einfach mal. Jay and Arya oder Jay Arya Films oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, die machen ja auch sowas in Richtung. Nee, nee, ist ja so. Also ich würde das ein bisschen anders aufziehen. So viele Inspirationsquellen. Ja. Aber also könnt ihr gerne auch mal rein. Marco, cool. Was ist? Wir sind nicht allein. Du, cool. Auf jeden Fall, ich werde mich jetzt so oft. Was geht hier vor? Wer sind die? Rodrigo Borgias Männer. Er wird nur noch fail, fail, fail und bringt Leute um. Sie wollen unseren Tod. Ja. Leonardo, versteck dich! Jetzt, ich bin gerade bei der Kutschenmission, wo man ja reitet. Da wollte ich ganz kurz einfach mal erklären. Und ich muss jetzt auf jeden Fall extrem aufpassen, dass hier nichts schief geht. Und ich darf nicht über... Sie versuchen drauf zu klettern! Wirf sie wieder ab! Und er hat wieder gefällt. Ey, jemand ist oben drauf! Oh, ja? Um ihn abzuwerfen! Oh, das war knapp von einem. Auf, lass die Kutsche nicht kippen. Ich weiß gar nicht, ob die Kutsche überhaupt kippen kann, Junge. Kann die Kutsche in Assassin's Creed 2 kippen? Kann man das jemand mal einmal in die Kommentare schreiben, bitte? Danke. Okay, warte, schreib's so. Nein, Scherz. Ja, scheiße, geht da nicht. Ich wollte nur die Frage, ob das überhaupt geht, weil das sagt irgendwas, ob ich soll die Kutsche nicht kippen lassen. Ich fahre schon so extrem die Kurven und die kippt einfach gar nicht. Und besser als ein Ferrari in den Kurven, wollte ich gerade sagen. Jetzt haben sie auch noch die Brücke in Brand gesetzt. Halt dich gut fest! Das wird ein bisschen hart! Ich werde jetzt mal extrem... Achso, stimmt, das ist ja eine Videoanimation. Gott sei Dank. Video-Motion-Capturing-Gedöns ist immer herrlich. Ach nö, jetzt nicht Bogenschutz auch noch. Das fehlt mir aber noch gerade. Das fehlt dir wirklich. Oh.
Glück, dass das nicht so viel Schaden macht. Oh ja. Schaden, ja. Ja, aber die Kutsche ist schon ein wenig unter der Hälfte. Oder wir können sie nicht mehr reparieren. Oh. Ich muss nämlich deswegen extrem. Okay, ich glaube, eins habe ich schon vieles mal abgehakt, dass ich das nicht schaffe. Ach nee, das war in den anderen Essen. Gott sei Dank. Warum finde ich jeden Werwolf? Bestimmt. Auf jeden Fall werde ich nochmal ein Easter Egg nachher zeigen. Vielleicht. Weil ich die Zeit finde. Pass auf, hinter dir! Tu irgendwas! Habe ich einen Fehler gemacht? Warte mal. Ich hatte doch die richtige Ach, das ist wieder wahrscheinlich so dieses von wegen falsche Taste gedrückt, weil die anders markiert wird. Naja, Gott sei Dank gibt's ja Checkpoints, ne? Ja, leider. Das heißt leider, Gott sei Dank. Wir sind ein ganzes Spiel von irgendwo neu starten. Nein. Ja, okay. Ich sehe, was ich benutze. Checkpoint, Junge. Überleg nochmal was. Ja, ja, ich weiß das. Ich weiß, was es ist. Letzter Einstiegspunkt, wo man nochmal kurz was nachsortieren kann. Nach dem Zeichen. Boah, er sitzt da so easy peasy hinten drin, anstatt dass er auch irgendwas macht. Oder? Ja. Easy reinchillen und Ruhe sein. Leonardo, sie wollen mich, nicht dich. Ich treffe dich später wieder. Okay, Gott sei Dank nicht mehr die Kutsche. Oh ja, die Kutsche. Da, weg damit. Was? Warum denn das nicht schon? Einmal den Trick hier machen. Dann kann ich hier irgendwie... Und ab in den Heuhaufen. Bitte. Vor allem, die haben mich ja quasi noch im Blickfeld. Ja, ist klar. Okay. Weil letztes Mal das besser funktioniert. Ich weiß nicht, ob Ruby es noch kennt, den Part, wo ich mich einfach in den Heuhaufen geschmissen habe, obwohl die mich noch gesehen haben, die Wachen. Weißt du noch? Ja, ich weiß es noch. Er guckt ja fleißig meine Parts. Oh ja. Jetzt habe ich ganz kurz Ruhe, wollte ich gerade sagen. Jetzt erstmal die Wurfmesser. Ausrüsten, dann hier aufs Dach. Rüber. Fliehen, wenn er das auch gleich noch macht. Ich mache das mal von hier aus. Weil ich komme dann sonst nämlich nicht hier weg, wenn ich die noch immer quasi anvisiert habe. Ich sehe sie nicht mehr. Verlier sie nicht schon wieder. Schneller, schneller, ich sehe ihn. Wegbleiben. Okay,
Okay, es backt ein bisschen herum, Leute. Keine Sorge, es bricht nicht ab. Nee, das Spiel spackt ein bisschen gerade. Warum auch immer. Ja. Aber. Kommt mal vor. Ich komme gegen die, glaube ich, Schweizer oder österreichische Leibgarde hier. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube österreichisch könnte es sein. Ich kann mich aber auch täuschen. Also, auf jeden Fall gegen die Leibgarde komme ich auf jeden Fall ganz gut geschlagen. Die da eben halt. Aber die in der schweren Rüstung eben. Das ist nicht von dem Lande selber hier, sondern halt, wie gesagt, österreichische oder schweizerische. Keine Ahnung. Gott, schlimm. Und jetzt kann ich auch und darf ich auch hier weiter. Gott sei Dank. Wow, anstatt dass er dann quasi. Ach ja. Ach ja. Ja, also Rennen freigeschaltet. Auftragsattentäter freigeschaltet. Kuriermissionen freigeschaltet. Danke, ja, schön zu wissen, aber. Schlägereien freigeschaltet. Schön, was bringt mir das jetzt? Kommt jetzt, dass ich eine Sequenz beendet habe, dann bin ich auch wieder stolz. Haben wir heute wieder eine Sequenz beendet, aber ich glaube, das geht nicht so schnell. Naja. Natürlich darf ich erstmal. Gott! What the match? Nee, Alter, wenn du das Video nachher siehst, du wirst wissen, warum ich Gott schreie. Oh, okay. Kann ich machen. Alter. Was ist denn hier los? Okay, wir sollten vielleicht auch mal in die Villa Auditore irgendwann mal wieder. Ezio Lorenzo de Vacci Auditore oder so, wie sie einen tollen Namen. Die Vicini, keine Ahnung. Auf jeden Fall so in der Richtung. Ein Wunder, dass ich mir das alles merken kann noch. Bleib weg, du Mörder! Verschwunden! Nehmt, was ihr wollt. Okay, brauchen wir da das Schwert gehabt? Du denkst, ich könnte es bei mir vorbei. Ach ja, Gott sei Dank, wir können ja schwimmen, stimmt ja, da war ja was. Okay. Oh ja. So, erstmal schwimmen, die Teilen schon mal. Für drei Blöcke war es zwar jetzt schon unnötig, aber hey. Oh no. Es ist nichts. Und da juckt mein Ohr wieder. Scheiße. Ja, waschen, nicht krass, ne? Mach ich ja schon. Aber jetzt nicht. Heute Abend. Oh Gott. Das ist doch wohl nicht wahr. Ich schwimme jetzt hier rüber einfach. Geh dann da auf den Turm, weil da oben mich eine Feder anlächelt auf dem Busch. Ich finde das auch schön mit den Wassereffekten. Auch wenn mein PC das jetzt nicht ganz grandios mitmacht alles. Ihr merkt das ja klar. Bitte, tut mir nichts, ja. Guter Herr. Gott. Ich will es ja noch nicht sehen. Erst bis hier oben ist. Ja. Dann ja. Er hat so einen Nachteil. Er könnte zwar über Skype mitzuschauen, aber dann geht mir jetzt glaube ich ein bisschen zu viel Leistung flöten. Also vermute ich jetzt mal hart. Allein schon das Telefonat sieht ja wahrscheinlich auch schon an Leistung. Da bin ich jetzt aber fast down. Musste ich jetzt einmal hier rum oder immer auf die Karte geschaut? Ja, einfach weiter. Oh Gott, Nebenmission. Wer will, dass ich die Nebenmission hier mache, bitte in die Kommentare schreiben. Ich werde dann hierher zurückreiten, irgendwann. Und ein Gesundheit. Danke. Zum anderen Zeitpunkt werde ich da nochmal hinreiten. Ich weiß nicht, hinreisen. Hi, hi! Ach ja, jetzt kommt die Mission, die wir allerdings jetzt gleich erst in der nächsten Folge sehen werden. Heißt. Ja, leider. Aber da heißt das erstmal bis denn, ne? Und ihr könnt natürlich auch den Ruby abonnieren. Der ist natürlich auch immer verfügbar. Ja. Aber. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß.
mit dem nächsten Part.